Hallo, ich bin Simon, euer Muskelmacher. In diesem Video geht es mal um dieses Hardcore Bodybuilding und zwar um Doping in Verbindung mit Hardcore Bodybuilding. Ich glaube, eine Sache, die ist nicht erklärungsbedürftig, nämlich dass wirklich diese extremen Viecher, die wirklich so viel Muskelmasse haben, sehr geringen Körperfettanteil, dass die Anabolika benutzen. Das ist ja auch nichts, was die irgendwie teilweise verheimlichen, beziehungsweise da gibt es nichts mehr zu verheimlichen. Die Sache ist klar, die wissen einfach, dass man darüber auch am besten nicht redet, aber dass man zu dem Thema auch nicht lügt, weil es überhaupt nichts bringt, irgendwelchen Leuten zu erzählen, dass man das alles irgendwie natural aufgebaut hätte, weil es klar ist, dass es nicht funktioniert und die würden sich ja damit lächerlich machen. Viele von den Sportlern sind natürlich auch schon dazu übergegangen, das Thema einfach totzuschweigen, einfach zu sagen, über das Thema reden wir nicht, wir können über alles reden, ihr könnt mich alles fragen, aber nicht die böse A-Frage. So macht das zum Beispiel Markus Rühl in seinen Seminaren, das habe ich mir öfters schon mal angeschaut. Der ist da einfach in dem Bereich sehr, nenne ich es mal, irgendwo konsequent. Er sagt, ihr könnt mich alles fragen, wir können über Gott und die Welt reden, aber was nicht kommen darf, sagt er gleich zu Anfang an, ist die böse A-Frage, die will er nicht hören. Er will nichts in Verbindung mit Anabolika hören. Dazu beantwortet er nichts und er blendet dieses Thema einfach aus. Ja, ich finde es von Markus Rühl, der ja nun sehr sympathisch ist auf der menschlichen Seite, so zwischenmenschlich ist es, glaube ich, ein ganz sympathischer Typ, wobei ich auch schon mitbekommen habe, dass der wohl ziemlich aggressiv auf den Jörg Börjesson reagiert hat, weil er eben diese böse A-Frage gestellt hat. Ich finde es völlig in Ordnung, wenn jemand sagt, über dieses Thema reden wir nicht, wir können über alles reden, aber nicht über Anabolika. Ich möchte nicht über Doping reden, möchte dazu nicht gefragt werden. Das ist ja auch irgendwo eine persönliche Entscheidung, ja, und ich finde es auch in Ordnung, ich finde es auch irgendwo fair, wenn man sagt, wir blenden es einfach aus und reden einfach vielleicht oberflächlich nur über das, was, ja, man so Schönes sehen will und hören will und so weiter, ja, also gar nicht in die Tiefe gehen und gar nicht wirklich nachfragen, ja, was bringt denn jetzt mal wirklich Tacheles hier mäßig Muskeln zum Wachsen? Was sind das für Hormone? Was haben die für Nebenwirkungen? Wenn man sagt, nee, darüber wollen wir nicht reden, dann ist es eine Sache, die ist in Ordnung. Finde ich einfach. Persönlich ist in Ordnung. Jetzt aber mal zum Kern des Ganzen. Ich habe von Markus Rühl mir so ein bisschen was angeschaut, weil ich den ja auch irgendwo ganz sympathisch finde, auch wenn er mir überhaupt nicht gefällt optisch und das auch mit meinem Verständnis von Sport überhaupt nichts zu tun hat, weil dass der Doping nimmt, das schließt, also er sagt es ja auch ganz offen und ehrlich durch die Blume. Ja, ganz offen und ehrlich durch die Blume, dass er eben Doping konsumiert. Oder konsumiert hat, ne? Früher mal und jetzt, aber komm, reden wir nicht mehr drüber. So nach dem Motto, ist in Ordnung, es ist letztendlich ein Ja durch die Blume, was ja auch nicht zu verleugnen ist. Jetzt habe ich fast den Faden verloren, weil das ganz interessant ist, was er gesagt hat. Bei diesen Wettkämpfen, wo diese extremen Mutanten gegeneinander auf der Bühne antreten und ihre extrem anormale, wirklich für Menschen eigentlich gar nicht mögliche Muskelmasse vorstellen, sind diese Athleten nach dem Sport, vor dem Sport, also vor diesen Wettkämpfen, nach dem Wettkampf, vor dem Wettkampf, dopingfrei. Das bedeutet, da bin ich aus allen Wolken gefallen, diese extremen Bodybuilder, die bei den entsprechenden Verbänden auch antreten, diese weltbekannten Bodybuilder, ja, Markus Rühl, Phil Heath und Ronnie Coleman und so weiter, die sind unter Umständen während dieser Wettkämpfe davor und danach getestet und, das ist doch eigentlich der Hammer, sind dopingfrei, wenn es nach diesen Tests geht. Das heißt, die Verbände können immer noch sagen, hier, schaut her, dopingfrei, dopingfrei, wir testen und die sind wirklich alle dopingfrei. Aber der Verstand von einem Sportler, der den Sport einfach kennt und seit sehr vielen Jahren da drin steckt, weiß einfach, dass das definitiv und dass es da gar keine Diskussion gibt, jeder Einzelne mit Doping zu tun hat. Aber wenn sie getestet werden, schlagen diese Dopingtests nicht an. Ganz im Gegenteil, sie zeigen auf ein negatives Ergebnis hin. Ich finde das persönlich gesehen nicht verwunderlich, dass die Dopingtests negative Ergebnisse anzeigen, denn ich weiß genau, welche Veresterungen da eben benutzt werden, welche Umstellungen da auch getan werden im Vorfeld, um letztendlich zu erreichen, dass die entsprechenden Präparate nicht mehr, also dass die Tests nicht mehr auf die Präparate anschlagen, ja, dass da nichts mehr nachweisbar ist, auch die Abbauprodukte unter Umständen schon nicht mehr nachweisbar sind. Das verwundert mich jetzt nicht, dass die Tests negativ sind. Aber was mich extrem verwundert ist, dass getestet wird und dass die sich tatsächlich in diesen Wettkämpfen mit Dopingtests, mit Verweis auf den Dopingtest darauf berufen können, sie sind dopingfrei. Ich finde das so krass, weil das ja im Grunde genommen
für Naturalverbände, die wirklich alles dafür tun, was wissenschaftlich möglich ist, um natural den Sport voranzubringen, im Grunde genommen genau diesen Verbänden den Boden unter den Füßen wegzieht. Wenn die großen Verbände, wo Anabolika im Grunde genommen an der Tagesordnung ist und alle Anabolika konsumieren, aber am Ende Athleten auf die Bühne bringen, die dopingfrei sind, was ist denn dann mit den Naturalverbänden? Genau das ist eine Frage, die ich extrem krass finde, wo ich mir echt dachte, das kann nicht wahr sein, dass es wirklich möglich ist, für einen dieser riesigen, wirklich auch teilweise sehr mächtigen Verbände, wo auch in dem Sport richtig viel Geld drin ist, richtig hohe Siegerprämien ausgeschüttet werden, richtig, richtig viele Sponsoringverträge im Rahmen dieser Veranstaltung dann auch gemacht werden, dass genau in dem Bereich Dopingtests durchgeführt werden und die negativ sind, man nach außen hin mit diesen Dopingtests gehen kann und sagen kann, hier, obwohl es jeder weiß und jeder sehen kann, dass das nicht möglich ist, unsere Athleten sind dopingfrei. Unfassbar. Ich finde es ehrlich gesagt unfassbar. Was ist jetzt die Moral der Geschichte? Die Moral der Geschichte ist einfach, ich will euch das gar nicht so detailliert erklären, weil ich da gar nicht unbedingt so eine Missbrauchsbasis schaffen möchte. Es ist einfach wissenschaftlich gesehen möglich, mit einem Präparat zu arbeiten und die Veresterung des Präparats zu ändern, so zu ändern, dass man am Ende bezogen auf die Halbwertszeit der Produkte an einem Punkt, zu einem bestimmten Punkt, wo man genau weiß, da muss man dopingfrei sein, da darf man nichts mehr im Blut oder im Urin haben, dass man genau zu diesem Zeitpunkt eben komischerweise auf die Dopingtests negativ reagiert, beziehungsweise der Dopingtest auf einen selbst negativ reagiert. Das wollte ich euch nochmal kurz sagen, dass es eben relativ simpel möglich ist, über eine entsprechende Umstellung im Dopingzyklus, ja, im Kurzyklus zu erreichen, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt eben nicht auffällt, obwohl jeder sagt, ey, die Tüten, die sind doch voll. Es ist natürlich ganz einfach, entsprechend diese Maßnahme zu treffen, weil innerhalb von ein oder zwei Tagen bauen sich diese Muskelberge nicht ab. Das heißt, das ist eine relativ simple Sache, die man da macht. Und die Dopingtests, die werden ja sicherlich auch nicht so engmaschig durchgeführt, wenn wir mal ehrlich sind. Jedenfalls auch im Leistungssportbereich müsste man die eigentlich viel engmaschiger durchführen, auch beim Training und so weiter. Jedenfalls finde ich das einfach mal ganz wichtig zu erwähnen, dass auch diese wahnsinnig massiven Profi-Hardcore-Bodybuilder auf der Bühne dopingfrei sind und dass man da einfach überlegen muss, okay, so ein Dopingtest ist ja schön und gut, aber bewiesen hat der überhaupt nichts. Bewiesen ist letztendlich nur ein Zeitpunkt, was ein Tag oder zwei Tage davor war, unter Umständen komplett anders. Das muss einfach nur jeder wissen. Man sollte sich da nicht blenden lassen. Man sollte immer mit einem gewissen menschlichen Verstand daran gehen, auch mit einer gewissen Skepsis. Und ich kann es auch wirklich bei jedem nur verstehen, wenn ich auch E-Mails bekomme und sage, Simon, bist du wirklich dopingfrei? Kannst du mir das nochmal bestätigen? Oder hast du irgendwann mal, ich bin auch gar nicht böse, wenn mir sowas unterstellt wird, sondern ich kann einfach verstehen, wenn jemand kritisch ist, und genauso kritisch muss man in die Sache auch rangehen, weil da einfach auch ganz viel Augenwischerei betrieben wird. Okay, ja, ein bisschen längeres Video, ich wollte das Thema eigentlich sehr kurz halten. Alles klar, wir sehen uns im nächsten Video, viele Grüße, euer Simon.